Wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir haben heute Morgen das Finalspiel geschaut. Mit einem ziemlich scheiß Ausgang. Ja, no, jetzt haben halt die Franzosen gewonnen. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Mexiko wieder. Yeah. Wir freuen uns richtig wieder auf Vamos. Mexiko. Vamanos! Okay. Auf mexikanisches Essen vor allem. Weil hier in Belize hat es nicht wirklich viel Abwechslung gegeben. Und wir können jetzt hier mitreiten mit der Teresa und mit dem Lukas von Wien. Hi! Oh, wow! Und nachher müssen wir dann vermutlich hitchhiken. Wie wir genau mit denen kommen, wissen wir auch noch nicht genau, aber das sehen wir dann alles. So, unsere österreichischen Freunde haben uns jetzt da rausgelassen. Die gehen jetzt da zum Mayflower, Bocavina National Park. Und ihr seht da, es ist also, wir sind da weit und breit irgendwo im Kraut draussen. Und ich verstecke mich jetzt da so gut wie es geht und lasse Jolanda die Arbeit machen, weil sie ist ja einfach viel besser in dem. How many cars are there coming? Not that much. Also wenn ihr schaut, ich zoome mal ein bisschen hinterher. Klingt ein langer Tag werden. Okay, bye! Have a good day. Thanks! Und schon sind wir eine Station weiter. Einer von Serbien hat uns jetzt mitgenommen. Und jetzt sind wir hier an der Kreuzung. Da geht es nach Belize City und dort sollten wir jetzt etwas nächstes hin. Und jetzt probieren wir unser Glück hier an dieser Kreuzung. So, wir sind wieder mal in einer der kleinsten Hauptstädte der Welt unterwegs. In Belmopan. Und jetzt schauen wir. Ja, wunderbar hier. Und jetzt schauen wir, wenn der Bus geht nach Belize. Und wir sind jetzt da gerade etwa eineinhalb Stunden mit dem Jesus mitgefahren, der uns mitgenommen hat. Von Tangria bis nach Belmopan. So, wir sind jetzt in Belize City angekommen und wir reisen hier übrigens immer mit diesen alten Ami-Bus. Kann ich euch gar noch nicht zeigen. Die sind da recht witzig. Und jetzt. Die ist schon wieder am Stressen, da, die Jolanda. Jetzt geht's weiter Richtung Mexiko. Ich frage mich, für was wir jetzt gestresst haben. The bus is coming. So, wir sind jetzt da bei der Immigration von Mexiko und wir haben einen hässigen Gast. Der Taxichauffeur hat nicht gewartet und jetzt ist sie hässig geworden. Auf jeden Fall, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, wir haben $20, also 40 Belizean Dollar müssen zahlen für das Ausreisen aus Belize. Unsere Kollegen haben uns vor zwei Wochen gesagt, dass sie nichts zahlen müssen. Ich weiss auch nicht, das muss man halt ein bisschen Glück haben, habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen Lotterie. Amix. Jetzt müssen wir das Formular wieder ausfüllen für die Immigration in Mexiko und nachher geht es weiter. Wir haben noch recht einen langen Weg. Oh, damn it! Ich sehe, es ist immer noch nicht ganz drüber hinaus. Und es ist jetzt recht spät schon, es ist irgendwie 8 oder so. Mit der Zeitverschiebung verschlimmert es das Ganze noch. Stop it! Ich höre jetzt auf, Filme. So, wir sind jetzt hier in Mexiko angekommen und wir finden einfach kein Hostel. Wir waren schon zu einem Ort. Alles ist ausgebucht und er hilft uns jetzt hier. Ein Hostel zu finden. Sie läuten jetzt diesen Leuten an. Wir haben sie eben vorne schon auf der Straße getroffen und haben nach einem Weg gefragt zum Hostel. Und jetzt hat er uns begleitet zu einem und jetzt hat er gesagt, ihr könnt zu uns kommen. Wir läuten das Paar an und jetzt können sie für uns ein Hostel organisieren. Wunderbar, die Gastfreundschaft hier in Mexiko. Darum habe ich das so schaurig gern, dass ich wieder da bin in Mexiko. Ja, wir haben jetzt also doch noch einen Schlafplatz gefunden. Und da sowohl eigentlich die ganze Stadt ausgebucht ist, und zwar weil es fest ist. Und es war noch ganz amüsant, was jetzt heute Abend passiert ist. Ich erzähle euch das aber morgen, weil jetzt gehen wir pfusen. Und der Ort, wo wir jetzt übernachtet, ist der absolute Wahnsinn. Aber das sehen wir morgen, wie das genau zustande gekommen ist. Also pfusen gut, bis dann, ciao. Einen schönen guten Morgen zusammen.
Wir haben jetzt hier in Hängematte übernachtet und jetzt müssen wir mal schauen, wo wir hier gerade sind. Richtig nice, oder? Wir sind in Bacalar und das, was wir jetzt so gerade gesehen haben, ist ein See, der eigentlich so ein bisschen aussieht wie sie in der Karibik. Also wir sind in der Karibik, aber wie eigentlich das Meer, weil es so klar ist und so schönes türkises Wasser ist. Das ist ein ganz bekannter Ort. Und ja. Yolanda, how did you sleep? Buenos dias. Really good. Really good? No, it was really cold. Yeah. Oh. And short. Ja, also kurz kann ich bestätigen, wir haben nicht viel geschlafen, etwa 5 Stunden oder so. Aber es war schön hier. Ja, wir sind gestern hier in Bacalar angekommen und sind ins Hostel gefragt, ob es Platz hat. Die haben uns dann gesagt, es hat keinen Platz mehr. Und dann haben wir zum nächsten laufen. Und dann habe ich unterwegs jemanden gefragt, wo ein Hostel ist. Und ein Typ ist dann nachher gerade mit uns mitgekommen und hat uns das gezeigt. Und dann sind wir ins zweite Hostel gelaufen miteinander. Und die haben dann auch gesagt, es hat auch keinen Platz. Und das ist eigentlich sehr komisch, weil normalerweise in den Hostels hat es eigentlich immer Platz. Und danach hat er gesagt, ja, ihr könnt zu mir heimkommen. Also es ist gerade auf dieser Strassenseite. Und ja, da können wir anrufen mit einem anderen Hostel und schauen, ob die Platz haben. Und dann sind wir da zu ihm heim. Und seine Frau hat dann nachher etwa 6-7 Hostel oder Hotel angerufen und gefragt, ob es irgendwo Platz hat. Einfach alles ausbuchen gewesen, weil da eben so ein Fest ist. Und ja, irgendwann hat sie dann gesagt, ja, ich könnte da bei jemandem auf der Hängematte schlafen und so für 100 Pesos, also umgerechnet 5 Franken. Und dann haben wir gesagt, ja, noch so gerne, wir brauchen einfach irgendeinen Schlafplatz heute Abend, oder? Und ja. So hat er uns dann nachher da hingeführt, ist dann wirklich mit uns dann noch mitgekommen, hat uns das gezeigt und alles, hat uns dann gezeigt, wo wir etwas essen können. Also wirklich unglaublich freundlich, die Leute, eine riesige Gastfreundschaft und die haben sich richtig ins Zeug gelegt, damit wir jetzt noch einen Schlafplatz finden. Und ja, jetzt würde ich sagen, kumpeln wir doch mal ins Wasser, wenn wir schon da sind, oder? We'll be right back.
jetzt hier schwimmen in der wunderschönen in der Lagune. Und es ist jetzt 10 vor 8 Uhr und meine Linse ist etwas dreckig. Wartet. So, schon viel besser. Und jetzt gehen wir etwas futtern. Das war eben unser Schlafplatz hier. Und ich bin mir jetzt ernsthaft am überlegen, ob ich jetzt soll fragen, ob ich dann die zweite Nacht soll bleiben soll. Weil schon noch recht nice da, muss man ganz ehrlich zugestehen, wenn man am Morgen aufwacht, die Sonne aufgeht und man kann da einfach ein bisschen, direkt ein bisschen schwimmen. Jetzt sind wir hier im Park, mitten im Zentrum, innen und ihr seht, da gibt es Wi-Fi und darum hängen wir sie jetzt auch da, weil sie muss noch ein Zimmer buchen für morgen, weil sie geht morgen auf, heute Abend geht sie auf Cancun, also heute Nachmittag. Das heisst, unsere Wege werden sich wieder trennen, nach etwa einer Woche oder so. Und schade, Jolanda, schade. Aber es ist so gut. Ja, genau. Es ist so gut, können wir wieder mal ein bisschen alleine reisen. So die Abwechslung macht es aus, es war eine coole Zeit. Und ich bleibe noch ein bisschen länger hier im Bacalar, weil es gefällt mir schon recht gut hier. Und eben da, die haben das Festival da, also da läuft am Abend auch immer etwas. Ja, ich bin gespannt, was da noch alles auf mich zukommt. Das ist jetzt unser letztes gemeinsames Mittagessen, Jolanda. Aber wir haben dafür etwas richtig Geiles, und zwar geile Quesadillas. Und nachher begleite ich sie noch zur Busstation und danach bin ich wieder alleine. Ich habe jetzt hier übrigens noch 2 Tage gebucht auf dieser Hängematte, weil das hat mir recht gut gefallen. Und ich bleibe jetzt also für insgesamt 3 Tage hier im Bacalar. Are you ready, Jolanda? No, I don't know what to do without you. Schleimer. Okay. Bye. Have a safe trip. Thank you. Yeah. See you in Colombia. Oh yeah. Ja, jetzt, wo Jolanda weg ist, brüllt der Himmel. Und vielleicht sind es auch Freudentränen. Nein, sag ich. Nein, schade, jetzt bin ich wieder allein unterwegs. Auf die eine Art freue ich mich wieder, einfach wieder mal ein bisschen das machen was ich will. Und nicht immer alles zusammen abstimmen und sagen, ja, komm ich da oder nein, dort oder hey, zahlst du und dann muss ich dir zurückzahlen und so. Sondern einfach wieder mal können, einfach das machen, was man gerade will. Zum anderen war es natürlich auch cool, wenn man mal ein bisschen mit jemandem zusammenzureisen und so, die Erfahrung auch mal zu machen. Auf jeden Fall gehe ich jetzt zurück in mein Hostel und ja. Dann schaue ich, was ich die nächsten Tage so ein bisschen mache. Aber ich glaube, da würde es einfach mal ein bisschen gechillt. Jetzt hätte ich sogar noch Party organisiert für mich in meinem Hostel. Super, oder? 1000 Leute hier in meinem Wohnzimmer. Geht gar nicht. Ich muss mich, glaube ich, mal ein bisschen beschweren. Ja, ich habe gestern das Video vergessen zu beenden. Und darum mache ich das jetzt an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal wieder einschalten. Bis dann. Ciao, ciao.